Science is awesome, and I love it so. There's still lots and lots of things science don't know. There have been major discoveries throughout history, but this universe of ours is still one great big mystery. Ich komme von der Schause. Hallo, zurück beim Sovi-Stammtisch, der lustigen Gesprächsrunde vor eurer aller Ohren. Heute zusammen sitzen wir das dritte Mal zusammen, und zwar wieder mit zwei Gästen, dem Dr. Nils Müller, Soziologen und Wissenschaftsblogger. Jawohl, hallo. Auf weltenkreuzer.de und der Frank, Wirtschaftsingenieur und Wissenschaftsblogger, hallo, mit dem Blog Was geht, anhängig beim Science-Blog. Ja, ich bin auch da. Genau, neben den Gästen sind sozusagen die beiden, sind auch zwei nicht Gäste da, sondern wir wohnen hier in diesem Gesprächsraum. Und zwar ist das unser technischer Impresario René Lehnert. Hallo. Und ich, der Thomas. So, nachdem die Radiomensch. Radiomensch, dankeschön. Nachdem die Formalia erledigt sind. Ich habe einen Antrag auf zwei Tagesordnungspunkte. Ja, den behandle ich nach zwei Sätzen, wenn es dir recht ist. Okay. Die zwei Sätze sind mir soeben entfallen. Das war der erste, der Hinweis auf den ersten Satz war der zweite, bitte die Tagesordnung. Okay, also Tagesordnungspunkt 1 wäre ein Hinweis. Es gab ja 2014 eine Podcaster-Studie, und da wollte ich den Macher der Podcaster-Studie, also dem habe ich versprochen, das mal zu erwähnen, damit sich die Leute die auch mal angucken. Also und so Cross-Marketing, ja? Naja, ich habe ja seine Daten selber. Ach so. Also er hat sie mir geschickt zur Analyse, zur Nachanalyse, also nicht zur Kontrolle. Ich wollte ein paar Sachen damit analysieren, die er noch nicht geschafft hat. Und die findet ihr unter Podcast-Studie 2014 oder unter sovi-stammtisch.de unter dieser Folge als Link. Und ich erwähne die deshalb, weil das passt nämlich zum heutigen Thema. Es geht ja heute um Wissenschaftskommunikation im weitesten Sinne. Ja. Da hat ja unser Gast, Herr Dr. Müller. Lass doch diesen blöden Doktor endlich mal weg. Wozu macht man den, wenn man den da nicht vor Namen stellen darf? Das ist wertvolles symbolisches Kapital, das darf man ja nicht so verkommen lassen. Das kommt immer sehr auf den Zusammenhang an. Wenn ich eine Uni anschreibe oder mich bei einer Konferenz bewerbe, dann erwähne ich den durchaus. Wenn ich abends hier mit euch an einem virtuellen Stammtisch sitze, dann brauche ich den nicht unbedingt. Das heißt, wir haben dann gleich einen Einblick in den Wert, den du diesem Podcast beimisst. Die Frage ist jetzt, ob das jetzt eine positive oder eine negative Zuweisung von Wert ist. Naja, okay. Also jedenfalls habe ich von dir den Blog-Eintrag, den ich auch verlinke. Gebt der Wissenschaft ihre Magie zurück. Genau. Man kann ja so beklagen ein bisschen, dass Wissenschaft in der Gesellschaft jetzt nicht so das Thema Nummer eins ist, es sei denn, man ist in so einer Bubble wie wir. Jetzt hat die Podcaster-Umfrage ergeben, dass aber Technik, Gesellschaft und Wissenschaft, zumindest im Podcaster-Kreis, die gefragtesten Themen sind. Damit sind wir hier gut aufgestellt. Und mich hatte nun interessiert, ob das dieselben Leute sind oder ob Technik, Wissenschaft und Gesellschaft getrennt ist. Weil beim letzten Mal hatten wir ja festgestellt, Wissenschaft, also Naturwissenschaft zumindest, und Gesellschaft. Gesellschaftswissenschaft. Gibt es einen Graben, einen ganz tiefen Graben. Und bei den Podcastern gibt es den wohl nicht, denn ich habe mir das anguckt und findet ihr auch, verlinkt in den Shownotes.
die Leute, die sich für Gesellschaft interessieren, interessieren sich also zum großen Teil auch für Technik und für Wissenschaft. Das ist so ein Dreigestirn. Es gibt manche, die interessieren sich nur für Technik, aber diese große Trennung ist zumindest in der Podcaster-Szene nicht zu spüren und da bin ich ganz stolz drauf, dass wir hier das richtige Medium getroffen haben. Um mal kurz die Bias-Frage zu stellen, wie viele gibt es denn, die sich nicht für Technik interessieren und Podcasts hören? Da muss ich nochmal gucken. Dort wurden nur die befragt, die Podcast-Hörer wurden untersucht. Das heißt, die nicht Podcast hören. Nein, die Frage ist ja, die Podcast-Hörer werden sich vermutlich zu einem weitaus größeren Teil für Technik interessieren als Nicht-Podcast-Hörer. Beziehungsweise, nein. Ach so, jetzt verstehe ich, ja. Du meinst über die Technik? Genau. Sind die drin? Aber dann musst du, ja, deshalb kann man die Technik ja eigentlich streichen. Genau. Aber Gesellschaft und Wissenschaft. Okay, das machst du. Ja, ne? Aber ich verstehe, ja, da hast du recht. Stimmt, gute Anmerkung. Und der berühmteste Podcast aller Zeiten ist ja der CRE, der Chaos Radio Express Podcast. Und der macht ja die Einheit schon seit Ewigkeit. Ne? Technik, Kultur, Gesellschaft ist ja bei dem, beim Tim Pritlove, dem Papst des Podcastens, ist ja schon seit ewig das Zentrum und strahlt aus und überbrückt die Kluft. Und überhaupt die Hacker-Szene, die ist, glaube ich, sowieso immer in Verbindung Gesellschaft, Wissenschaft, Technik, die trennen das, glaube ich, nicht so. Ich glaube dazu zwei Punkte. Und zwar einmal, dass die Hacker-Szene, dieses Hacker-Sein ohne die gesellschaftliche Dimension von Technik im Blick zu haben, ist ja wahrscheinlich gar nicht möglich. Und das Zweite, wo du jetzt CRE ansprichst, Chaos Radio, ja, Radio CRE. Ich frage mich da immer, für mich ist Kultur immer ein großes Rätsel. Wie kommt man dazu, Wissenschaft und Technik und irgendwas von Kultur zu trennen? Was stellt man sich denn so unter Kultur vor? Was soll denn Kultur sein? Das finde ich immer. Das heißt, du nimmst mir meinen zweiten Tagesordnungspunkt, die Getränkepunkt-Runde weg. Ja. Ich habe Malzkaffee. Ganz traurig tue ich das. Schön. Ich habe ein Malzgetränk, ein hopfiges Malzgetränk und ein hypothetisches Wasser. Ich bin mittlerweile bei einem ganz banalen Kraneberger Dortmund 2015 angelangt. Angelangt ist gut. Ja. Und ich habe nur eine leere Tasse. Das ist traurig. Möchtest du darüber reden? Nein. Ich wollte schon nicht über eure Getränke reden. Aber nicht über Getränke reden wollen ist eine Sache, aber dann so weit seinen Protest zu fahren, dass man dann auch kein Getränk hinstellt, das kann in leichte Durstattacken enden und dann kannst du nicht mehr richtig, außerdem musst du doch deine Stimme ölen als Gesprächsleiter. Ja, das übernimmt dann die andere Hälfte von mir, die nicht Mensch ist, sondern Radio. Die Radio. Aber okay, also ich gebe zurück. Kultur und Technik, Wissenschaft, warum trennt man das überhaupt? Genau, also ich finde das. Aber da sind wir ja wieder bei der letzten Sendung, oder? Ich finde, da sind wir gerade ganz heiß bei unserem Thema irgendwie. Also weil das ist doch die Frage, die Wissenschaftskommunikation erst nötig macht, dass man immer diese scharfen Trennungen zieht. Und offensichtlich gibt es ja irgendwas, das Wissenschaft so sehr anders macht, dass es ganz dringend nötig ist, dass es vermittelt wird. Und zwar ganz speziell vermittelt wird, falls ja sonst niemand verstehen würde. Sonst könnte man sich ja diese Wissenschaftskommunikation auch schenken. Ich frage mich, ob wir hier Wissenschaftskommunikation in dem Sinn betreiben, dass es jemand versteht. Ich bin mir immer manchmal nicht ganz sicher. Beim Soziopod, die schon alles aufbereiten, also auch der Podcast Soziopod, die wirklich systematisch das auch schon didaktisch aufbereiten, gibt es immer wieder Leute, die sagen, kannst du nicht nebenbei. Und wir bereiten das nicht mehr didaktisch auf. Naja, das ist nur so ein Gedanke. Ja, ich hab ja auch, wir haben ja vom Weltenkreuzer-Blog, da gibt es ja einen Artikel, gibt der Wissenschaft ihre Magie zurück, die wir mehr oder weniger zur Grundlage jetzt unseres Gesprächs gemacht haben. Da geht es ja auch darum, denn
Also ich habe diesen Artikel gelesen und mich sehr gefreut, weil für mich da was drinnen steckte, was ich sowieso schon immer geprägt, beziehungsweise ich über mich verteidigt habe. Und zwar habe ich mal gesagt, es gibt Dinge, man kann Sachen nicht beliebig einfach darstellen. Mhm. Oh, da meldet sich gleich Frank. Es gibt Dinge, die sind einfach in sich. Das stimmt. Die haben in sich einen hohen Grad von Komplexität, den man nicht so weit reduzieren kann, dass es so ganz einfach wird. Und ich habe diesen Artikel, als ich die gelesen habe, habe ich die noch so verstanden, dass es halt eben nicht darum geht, die Sachen zu vereinfachen, so damit es verständlich wird, sondern die Komplexität zu behalten und eher, wenn man so will, die Sprache zu ändern, jetzt nicht im Sinne von Deutsch ins Englische gehen, sondern die Sprache, also den Weg, diesen Inhalt zu vermitteln, zu ändern und nicht unbedingt den Komplexitätsgrad zu verringern. Ja, wobei ich finde, die Sprachmetapher von Deutsch und Englisch finde ich schon auf der einen Seite gar nicht so schlecht. Weil der eine Weg ist halt das, was jetzt dieses einfache Erklären ist im Grunde. Jemand, der kein Deutsch spricht, aber Englisch, den rede ich mit einfacherem Deutsch, wo ich vielleicht mal so ein, zwei Lehnwörter aus dem Englischen mit einflechte. Das ist so dieser Weg, ich erkläre das einfacher. Was, der Artikel ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, der ist im Grunde eine Zusammenfassung und Exzeption von dem Buch von Ernst-Peter Fischer, Die Verzauberung der Welt. Die Idee ist eigentlich zu sagen, wir müssen nicht ein leichteres Deutsch sprechen mit Englischsprachigen zum Beispiel, sondern wir müssen das, was wir ausdrücken wollen, auf Englisch ausdrücken. Genau, also genau. In einer anderen Sprache. Genau, und da geht's ja denn, also da geht's dann ja irgendwie mehr darum, dass man die Person, der man etwas dann erzählt, dass man die in ihrer Lebenssituation, in ihrer Geschichte und so weiter ernst nimmt und dann halt eine Sprache benutzt, die sie kennen und nicht unbedingt die Zusammenhänge versimplifizieren. So, das ist auch, ich meine, man kann ja Sachen auch so weit vereinfachen, dass es einfach nur noch falsch ist. Natürlich. Aber es geht ja auch nicht um richtig. Also es geht ja in dem Moment nicht darum, das Richtige zu vermitteln, sondern, also zumindest in diesem Ansatz, sondern dem Gegenüber das Gefühl zu geben, das man selbst hat, wenn man diese Zusammenhänge versteht. Hm? Also das ist äußerst schwer zu verstehen, weil man irgendwie immer nur seinen eigenen Gedankenkontext kennt und nur sein eigenes Wahrnehmungsspektrum und was man selber versteht oder was mit einem spricht. Und da ist es eben das Ziel zu sagen, okay, wie kriegen wir dieses Erkenntnisgefühl, etwas zu verstehen oder etwas vollständig zu sehen, wie kriegt man das transportiert und nicht, wie bringe ich den anderen dazu zu sehen, das genauso zu sehen, wie ich es sehe? Was mir heute erst eingefallen ist dazu ist, es gibt ja manchmal diese Unterscheidung zwischen schwarzer Magie und weißer Magie. Okay. Ich bin jetzt auf die Fortsetzung gespannt. Muss ich noch mehr sagen oder? Ja. Ich bin auch noch nicht muss ich auf noch mehr den sagen? Laufenden. Ich dachte, das war bedeutungsschwanger genug. der Punkt ist einfach, der schwarze Magie ist ja so diese, eine Magie, die letzten Endes nur das Böse bewirken kann und meistens undurchdringlich ist, während die weiße Magie als etwas Nützliches, also in Fantasy-Romanen und so weiter, ne, als etwas Nützliches gilt, das man durchaus durchschauen kann und das von ehrbaren Leuten angewendet wird, während schwarze Magie von irgendwelchen ruchlosen Unholden benutzt wird, um Böses anzustellen. Und vielleicht ist das Problem gar nicht so sehr, dass man der Wissenschaft die Magie zurückgeben muss. Vielleicht sollte man sie einfach nur von der schwarzen Magie in die weiße überführen. Das wäre um mal diese gewagte These in den Raum zu werfen. Das wäre jetzt ein bisschen das Argument, dass ich auch, ich meine, diese Debatte ist ja auch nicht neu.
die Idee von der Entzauberung der Wissenschaft. Also wir haben die Welt entzaubert durch die Wissenschaft, die ist philosophisch schon älter. Mir ist sie das erste Mal über den Weg gelaufen bei Richard Dawkins, der entzauberte Regenbogen, in seinem Buch, wo er genau dieses Argument aufmacht. Im Grunde sagt, Wissenschaft entzaubert die Welt nicht. Sie zeigt uns eigentlich erst die echte Komplexität und lässt uns, dass wir den Regenbogen, dass wir wissen, wie er entsteht, macht ihn nicht weniger wunderbar oder weniger magisch, um jetzt unseren Begriff zu nehmen, sondern dass wir wissen, wie er entsteht, macht ihn sogar noch magischer. Das hat er aber geklaut. Ja, das ist nicht neu. Das hat Feynman schon gesagt. Wie gesagt, das ist mir klar, da ist es mir das erste Mal über den Weg gelaufen. Das ist nicht neu, das Argument. Aber ich glaube, das ist meines Verständnisses nach genau so ein bisschen der Punkt, gegen den sich Fischer in seinem Buch wehrt. Weil er eben voraussetzt, dass es für andere, die nicht wissenschaftlich vorgebildet sind, die nicht in diesem wissenschaftlichen Denksystem sozusagen sozialisiert worden sind, dass es da halt nicht der Fall ist. Dass da diese Verzauberung eben nicht stattfindet dadurch, dass es zu profaner Lichtbrechung an irgendwelchen Wassertröpfchen wird. Aber der Punkt, den ich meinte, war ja, dass es jetzt zwei Arten gibt, sozusagen die Magie der Wissenschaft einzubringen. Einmal die der schwarzen Magie und einmal die der weißen Magie. Ne? Einmal, dass man sagt, das ist alles undurchschaubar und generell irgendwie von Bösen geprägt. Hier lauern Monster. Und dann die weiße Magie. Ja, das ist alles wunderbar und alles wunderschön und man kann das Ganze nützlich benutzen und erklären und schaut euch an, wie wunderschön das ist. Ist doch schwarz oder weiß eine Frage der PR dann, oder nicht? Ja. Ja. Also die Entzauberung der Welt ist doch für einen Soziologen verbunden mit Max Weber, oder? Auf jeden Fall. Ja, genau das. Und da geht's ja darum, dass wir immer intellektueller werden und rationaler zunehmend im historischen Prozess und dass wir aber dadurch nicht mehr Kenntnisse über unsere Lebensbedingungen erhalten, sondern den Glauben entwickeln, man könnte, wenn man wollte, alles herausfinden und berechnen, wenn man denn nur genügend Mittel reinbringt. Und das bringt uns dann weg von der Magie, die Wilden, so wie er sagt, noch hatten, dass die sagten, sie brauchen die Magie, das war für sie nötig, um Sachen zu erklären. Und das ersetzen wir durch Technik und Mathematik. Und das heißt, die Magie, die der Weber jetzt anspricht, ist doch sozusagen ein Konstrukt, mit der wir uns die Welt erklären als Wilde. Und dieses Konstrukt wird durch ein anderes, nämlich durch den Glauben, alles ist durch Technik und Mathematik und Naturwissenschaft erklärbar, ausgetauscht. Deshalb verstehe ich noch nicht ganz deine Metapher von schwarz und weißer Magie, weil wenn wir jetzt nach Weber gehen, also wir als Soziologen, da bist du ja eigentlich nicht mit belastet, nimmt er ja die Magie als magisches Denken völlig weg. Und was jetzt der Dawkins da erzählt, ist doch so eine autistische Verzauberung, die vielleicht irgendjemand hat, als Begriff der Faszination. Er nimmt hier den Begriff der Faszination, setzt er gleich mit der Magie, was ein bisschen was anderes ist, wie das, was Weber sagt, wenn er von Magie spricht. Und da würde ich gern fragen, ob du in deinem Artikel, Nils, beziehungsweise der Autor, den du da beschreibst, ob der den Begriff der Magie als Metapher nimmt für Begeisterung. Oder wirklich als das, was Weber mit Magie bezeichnet hat? Das ist tatsächlich, also das Buch heißt ja auch die Verzauberung der Welt. Es geht da tatsächlich eher um einen Begriff des Magischen, der Emotionalität, des Verzaubernden. Okay, dann können wir das mit dieser Art von bringt uns die Magie zurück, also alle Esoteriker, die jetzt zugehört haben, oder also bis jetzt, die können jetzt abschalten, genau. Weil das meinen wir nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Okay. Es geht nicht darum, jetzt Wissenschaft als wissenschaftliche Methode zu entwerten, sozusagen, oder aufzuhören. Da ist auch der Frank jetzt wieder im Boot. Ja, ja, ne, das hatte ich schon so verstanden.
Aber ich will was erzählen, nämlich ich fand Lehrer, die von ihrem Fach begeistert waren, Lehrer, nicht an der Uni, war es wieder was anderes, aber als Schüler, fand ich immer suspekt und die waren die schlimmsten Lehrer für mich, weil die immer unterstellt haben, dass wir doch die Begeisterung auch empfinden müssen. Wir hatten eine Mathematiklehrerin, die hat gesagt, okay, du und du und du, ihr seid Einserschüler, ihr müsst das und das wissen. Ihr seid Dreierschüler oder Viererschüler, ihr müsst nur das und das können. So, dann konnte man sich auf seine Klausuren vorbereiten und hat sie bestanden. Die hat die Schüler durchgebracht, während so ein Lateinlehrer immer sagte, ihr müsst noch dies lernen und das lernen. Und erst wenn ihr Latein beherrscht, wird euch die von Ovid und von Cicero, wird euch die ganze Tragweite, wird euch dann erst zufliehen. Und wir haben gesagt, wir wollen bloß so durch die Klausura. Und das konnte er nicht verstehen. Deshalb war mir die immer so ein bisschen verdächtig. Ich mochte bei Lehrern, wenn sie begeistert waren, Schülern was beizubringen. Ich mochte bei Lehrern nicht, wenn sie nicht begeistert waren, Schülern was beizubringen, sondern wenn sie nur von ihrem Fach besessen waren oder begeistert. Ja, wobei gleichzeitig... Was daran liegt, dass du Schüler warst? Dass ich Schüler war. Ja, gut, aber als Schüler ist man doch auch Mensch. Das ist ja in der Schule, innerhalb der Schule eine legitime Perspektive, die man haben kann. Das meine ich ja, ganz genau so. Und ich glaube, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen der Art der Begeisterung des Lehrers fürs Fach. Also es gibt natürlich die Lehrer, wie du völlig richtig sagst, die dann glauben, dann musst du noch das lernen und das lernen und das lernen. Das ist aber dann natürlich auch die Form, wie die Begeisterung über das Fach vermittelt wird. Und nicht, was andere Lehrer durchaus auch gekonnt haben, zu sagen, ich bin für das Fach begeistert und ich lebe diese Begeisterung in meinem Unterricht. Es freut mich, wenn du dich von mir mitbegeistern lässt. Aber es muss auch nicht der Fall sein. Es gibt ja auch die, die einen dann quasi mit der Begeisterung mitreißen können. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich eine ziemlich gute Unterscheidung zwischen dem, was auch hier in dem Buch oder was ich in dem Artikel aufgegriffen habe, eben zu sagen, es geht nicht darum, ich bin begeistert von dem Fach, von den ganzen Inhalten, also musst du auch die Inhalte kennen. Sondern ich bin begeistert von dem Fach und seinen Inhalten. Ich will in dir diese Begeisterung wecken, für das, was dich begeistert. Ja. Ja, das ist halt nur mit der Funktion von Schule ja gar nicht vereinbar. Ja, aber, das ist wahr. Aber die ganzen Perversionen, die so in der Schule sich zu einer Institution vereinen, das würde wahrscheinlich ein anderes Thema ausmachen. Das wäre ein neues Thema. Ja. Aber eine Sache möchte ich da noch, der Appell. Also Leute, die sich aufregen über unbegeisterte Schüler, und gleichzeitig das Schulsystem in Ordnung finden, das funktioniert nicht. Wer das Schulsystem unterstützt, also unterstützen mit reproduzieren, meine ich, so wie es ist, der hat kein Recht, sich über wenig begeisterte Schüler zu beschweren. Denn wie soll sich denn jemand für Wissenschaft begeistern, wenn Wissenschaft Zeit seines Schullebens als Einteilung in du bist gut oder schlecht genutzt wird, beziehungsweise Wissenschaft in abgespeckter Schulform, ja. Du kriegst eine 1 oder 2, wenn du es begreifst, oder eine 5 oder 6, wenn du es nicht begreifst. Du wirst also Wissenschaft lernen, die Leute werden so sozialisiert, dass Wissenschaft für sie eine Aussortierungsanlage ist, ja. Und dann werden sie erwachsen und dann kommen Leute und sagen, oder wundern sich, warum sind die Leute nicht für Wissenschaft begeistert? Ja, es ist tatsächlich auch ein Selektions- Entscheidung, die halt irgendwie sich sozusagen trifft und beigebracht wird. Die Guten in Anführungszeichen verstehen das und die Schlechten in Anführungszeichen verstehen das nicht. Und das setzt sich ja dann auch fort. Also ich meine, gerade wir Soziologen sollten sehr vorsichtig sein, anderen vorzuwerfen, sie würden sich durch komplizierte Begriffswahl und Ähnliches nach außen abgrenzen. Das können gerade wir äußerst gut. Das ist natürlich auch ein Unterscheidungs- und Distinktionsmechanismus. Absolut. Aber zwei Sachen. Ich würde erstmal an den Begriff Wissenschaft im Zusammenhang mit Schule zwei riesige Anführungszeichen setzen, denn ich glaube, das, was in der Schule so im Unterricht gemacht hat halt mit Wissenschaft nur vorsichtig, ich bin mal freundlich, nur sehr, 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 sehr am Rande zu tun. Ja, aber das weißt du als Schüler nicht. Es ist ein gesellschaftlich notwendiges und oder gewünschtes Wissen, ein Wissenskorpus, der von der Gesellschaft halt benötigt oder gewünscht wird.
und zwischendurch mal Anknüpfungspunkte mit Wissenschaft hat, genau. Okay, aber trotzdem sind die Schüler, wenn sie vom Wissenschaftlern hören, sehen sie dieselben Themen, die sie in der Schule gehabt haben, ein bisschen anders betrachtet, wenn sie sich dann einfetzen in das Thema, aber es sind dieselben Themen und diese Themen sind besetzt mit Selektion. Und die meisten sind halt nicht gut in der Schule, sonst die Noten werden ja nach der gaußschen Verteilung verteilt. Also können die meisten gar nicht richtig gut sein in der Schule, weil dann werden die Noten wieder angepasst. Noten sind ja ein Vergleichsmittel. Offiziell nicht mehr, aber ja, faktisch schon. Ja. Oh, ich habe mal in einem Statistikforum, da hat ein Lehrer angefragt, einen Statistiker, wie er das denn hinkriegt, so und so und so, dass er seine Schüler nach Normalverteilung benoten kann. Ich dachte, was ist das? Wie kann ich Leute nach einer Normalverteilung bewerten? Also das ist mir, ist ja egal, ist ja heute nicht das Thema. Das funktioniert genauso wie beim IQ-Test. Beim IQ-Test ist es ja nochmal was anderes, weil der IQ-Test ja das will. Aber die Note will ja, da steht ja dahinter, ich will sehen, ob du das Wissen, was du jetzt hier gelernt hast, reproduzieren kannst oder nicht. Und dann sagt er, okay, ich kann es reproduzieren, aber die anderen konnten es halt auch gut und deshalb kriege ich nicht so eine gute Note. Naja, das ist ja nur das Sekundärkriterium von Noten. Das Primärkriterium einer Note besteht ja darin, Hierarchie herzustellen, eine Konkurrenz herzustellen. Das ist ja das ist die Funktion von Noten. Naja, jedenfalls ist ja mein Punkt gewesen, also ist meine These, dass das ein Hauptgrund ist, warum sich Leute dann vor Wissenschaft drücken, weil sie in der Schule Wissenschaftlichkeit, also diese ist ja keine Wissenschaft, wie du gesagt hast, aber dass die Zusammenhänge von Wissenschaft oder ein Ausschnitt von Wissenschaft so eingetrichtert bekommen, dass sie sich damit schlecht und gut und als Mensch schlecht und gut für die Gesellschaft wertvoll oder nicht, also dass damit also alles assoziiert ist. Ich muss zugeben, ich bin sehr vorsichtig geworden mit der Diskussion von Schule, weil ich mitbekommen habe, dass ich unter sehr merkwürdigen Umständen in der Schule war. Also ganz einfach, ich wurde eingeschult 1990, 1. September, so wie das in der DDR üblich war. Und 1990 war noch DDR am 1. September, zumindest bis zum 3. Oktober noch, ne? Ich war in der Schule zu einem gesellschaftlichen Umbruch monumentalen Ausmaßes. Und ich muss heute davon ausgehen, dass fast alle Lehrer praktisch rund um die Uhr verwirrt und von Angst erfüllt waren, was ihre Zukunft angeht. Hast du noch Erinnerungen dran? In gewisser Weise, aber natürlich nicht direkt da dran. Ne? Also vieles davon merkt man halt erst hinterher, okay, die müssen verdammt nochmal richtig viel Angst gehabt haben, weil einfach ringsherum die gesamte Gesellschaft irgendwie zusammengebrochen ist. Und du hattest dann so Dinger gehabt, ich meine, die waren ja auch teilweise hilflos, die ganze Gesellschaft war ziemlich hilflos. Da gab es dann so Ansagen wie, ja, wenn ihr Angst habt, nach Hause zu gehen, dann geht mal besser in Gruppen nach Hause. Und das hatte Gründe. Also man hatte tatsächlich teilweise die ernsthafte Gefahr, dass man irgendwie körperlich angegriffen wurde auf dem Weg nach Hause. Also das war schon, ja. Okay, dann bist du kein repräsentatives Beispiel. Genau, deswegen für Leute, ja, die eine Schulphobie haben. Okay. Ich bin jeden Tag in die Schule gegangen. Ich habe einmal eine Stunde geschwänzt, die letzte Chemiestunde. Das war die einzige. Ich glaube, da war ich auch schon wieder nicht mehr normal. Es gibt ja für die fehlende Leidenschaft auch soziologische Theorien, die jetzt nicht mit Schule zusammenhängen, sondern so Kapitalismustheorien. Ich weiß jetzt nicht, wer sie aufgestellt hat. Vielleicht finde ich es, dann packe ich es in die Shownotes. Das ist so eine allgemeine Entwicklung. Im 19. Jahrhundert konnten wir Männer zum Beispiel ja auch noch weinen. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt von Freud und seinem Schüler Jung. Und der Jung hat sich ja gegen Freud gestellt mit der Psychoanalyse, hat einen anderen Weg eingeschlagen. Und da ist der Freud in einer Konferenz
auf einer Konferenz ohnmächtig geworden. Das durfte man da noch aus Hysterie vor Schock, weil sich der Schüler einen anderen wissenschaftlichen Weg geht. Dann durfte man als Mentor auch noch ohnmächtig werden. Es passiert ja heute auch nicht mehr so oft leider, so eine Leidenschaftlichkeit. Und dann, also es gibt so, dann kam der Kapitalismus auf, sagt der Ansatz. Und mit dem Kapitalismus musste man immer rationaler werden. Und die ersten, die im Berufsleben waren, waren auch die Männer. Und die passten sich der zunehmenden Rationalität an und wurden deshalb so auch sozialisiert, dass sie nicht mehr zu weinen hatten, sondern die waren halt ein rationales, leidenschaftsloses Rädchen in der Maschinerie. Und das ist jetzt wohl zu beobachten, also sagte die Autorin, die das geschrieben hat, dass Frauen, die jetzt auch immer mehr in dem Beruf, also mit der Zunahme von Frauen in der Berufstätigkeit, die auch leidenschaftsloser, also die Gesellschaft immer leidenschaftsloser wird. Das hat dann also sozusagen, wenn da was dran ist, Max Weber hat ja auch gesagt, wir werden immer rationaler. Also wenn da was dran ist, dann ist das ja völlig Quatsch, was ich mit der Schule gesagt habe, sondern dann ist das so ein Prozess, den auch so ein Artikel, wie du ihn geschrieben hast, Nils, nicht aufhalten kann, wenn das stimmt. Gut, ich würde mir niemals anmaßen, diesen Prozess aufhalten zu wollen. Ich weiß es jetzt auch nicht, ob man es tatsächlich so hoch aufhängen muss. Ich meine, wir müssen das Ganze auch mal uns ein bisschen jetzt wieder historisch sozusagen angucken. Ich glaube, wir leben gleichzeitig auch in einer Zeit, in der Wissenschaft auch in der Breite, also jetzt gehen wir mal von westlichen Industrienationen aus, in der Wissenschaft auch in der Breite so breit bekannt ist und zugänglich ist wie noch nie zuvor. Also ich glaube, da ist vielleicht auch eine Prämisse so ein bisschen falsch, die irgendwie annimmt, Wissenschaft wäre schon mal so faszinierend gewesen. Weil wenn man sich anguckt, was wissenschaftliche Diskurse vor dem 20. Jahrhundert waren, das waren absolute Elitendiskurse. Sind es jetzt immer noch, aber das wird ja immer breiter. Alleine schon sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es als wissenschaftliche Community, als in irgendeiner Form Bildungselite, Wissenschaftselite, wie auch immer man diesen Begriff, überhaupt das, was wir tun, zu vermitteln. Das ist eine Frage, die so in der Elitenforschung eigentlich jeder Theorie zuwiderläuft. Also jetzt die einfachste Schiene mit Bourdieu zu sagen, ja, man will sich doch abgrenzen. Ich will doch nicht, dass das, was ich kann, möglichst viele verstehen. Ich will doch unverstanden bleiben. Also deswegen ist vielleicht auch so ein skeptischer Unterton und der irgendwie davon ausgeht, dass wir was verlieren, was wir mal hatten, auch falsch. Dass es vielleicht eher die Frage ist, warum ist es nicht mehr oder es müsste eigentlich mehr sein oder wir würden uns wünschen, dass es mehr wäre. Ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli und halte mal dagegen. Und zwar, also gerade auch, ich glaube auch gerade diese unheimliche Verbreitung von wissenschaftlichen Inhalten hat ja auch was damit zu tun mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten, das Internet. Ja. Na, also die Informationen können viel leichter fließen, sind viel leichter zugänglich. Aber es sind auch viel mehr. Ja, selbst wenn Bibliotheken immer auf den neuesten Stand gehalten werden würden und praktisch kostenfrei zugänglich wären für jeden, wäre allein ich glaube, ist schon die Kenntnis der Adresse der Bibliothek schon eine Hürde und dann überhaupt erst sich die Zeit zu nehmen, dahin zu gehen, weil sich ja immer auch die Frage stellt, was hat das mit meinem Leben zu tun? Natürlich. Und der Zeitaufwand im Internet ist ja viel geringer. Aber das Internet hat ja dann auch so diese Eigenart, dass es einfach, sag ich mal, dass es blind kommuniziert. Ne? Also es kann ja im Prinzip jeder und jede kann etwas reinschreiben, kann etwas veröffentlichen und es als Wissenschaft behaupten. Was ja auch in verschiedenen, so es gibt ja dann immer verschiedene Sonderinteressen, wo dann auch verschiedene ich nenne sie jetzt einfach mal Theoretiker und Theoretikerinnen, sich so rumtreiben und dann halt ihre Positionen als Wissenschaft dann halt verbreiten. Denn nochmal, wir erinnern uns letzte Folge, Axel Stoll, der ja auch nur einer unter... Muss man wissen.
Kopf ist nicht nur ein Hutständer, ne? Das muss man wissen. Skalaven. Aber gerade dadurch, wenn man sagt, der Wissenschaft fehlt es an PR, die muss mehr auf die Leute zugehen, muss sie eigentlich mehr eine Sprache finden zu begeistern. Ja, wo ist denn noch erkennbar, dass es sich denn da um die Wissenschaft, also wo grenzt sich gegen diese Diskurse ab, die in der Wissenschaft gar nicht geführt werden, sondern nur außerhalb der Wissenschaft und da sich den Einschein von Wissenschaft geben. Ob das jetzt Wissenschaft ist oder nicht, will ich gar nicht sagen. So, aber wenn wir jetzt mal so, wir können ja irgendwie sagen, Axel Stoll konnte begeistern. Absolut. Das kann man ihm nicht absprechen. Absolut. Und aber Wissenschaft ist ja irgendwie Erich so ein Diskursraum. Ja, auch. Ja. Auch, ne? Ja, aber Erich von Däniken ist vielleicht nochmal. Erich von Däniken, dem haben wir immerhin Stargate zu vergönnen, was ich einen sehr schönen Film finde, ja, muss man sagen. Echt? Das kommt von dem? Oha. Ja, also dieses ganze Präastronautik-Ding so, ne? Halt so die, ja, die gut, Idee okay, für die Geschichte. Also nicht die Geschichte. Aber Harald Lesch hat über Däniken gesagt, solche Leute muss es auch geben, denn das sind so die Furunkeln der Wissenschaft, die immer so, die mögen nicht recht haben, aber die dann die Wissenschaftler zwingen, noch genauer hinzugucken, um das halt zu widerlegen. Ich habe sowieso die These, dass man nicht von dem perfekten Wissenschaftler sprechen kann, der so ausgebildet sein muss, sondern dass es so Teams gibt, wo dann verschiedene Leute drin sind mit verschiedenen Ansichten, wo auch ein paar Spinner mit drinne bei sind und dass das so als Gesamtsystem dann gut funktioniert. Besser als wenn jeder sozusagen der Perfekte für sich alleine. Ja, aber ich hätte jetzt lieber eher eine Stellungnahme zu meinem Punkt, dass das ein Problem für die Wissenschaft darstellt, wenn sie sich auf diese PR verhält, weil dieser geschlossene Diskurs hat ja immerhin, dann sage ich mal, den Vorteil, dass er offensiv nach außen kommuniziert, ihr habt keine Ahnung, was wir hier reden. Haltet euch mal raus. Und dann alle, die da nicht teilhaben, die stehen da auch da, ja gut, was die reden, wir haben ja keine Ahnung. Anstatt dass sich jetzt Propheten und Prophetinnen halt aus dem Boden schießen, die immer halt wieder mal Zirkel um sich herum bilden können, die dann auch in der Öffentlichkeit dann halt Positionen unterbringen können. Ja, das ist ja, also es ist doch auch ein Problem, das sich da ergibt, oder sehe ich das falsch? Ja, das Problem ist einfach, dass auch Wissenschaftler, also auch Naturwissenschaftler, natürlich Fehler machen. Und teilweise ernsthafte Fehler. Und das dann halt langfristig hinterfragt werden muss. Und manchmal schaffen sie es selbst nicht, sich selbst zu hinterfragen. Und dann muss es halt von außen kommen. Aber guck mal, ich habe dich jetzt so verstanden, die Abgrenzung bringt auch also weniger Scharlatanerie hervor. Aber wenn du sagst, wenn sich mehr Leute für Wissenschaft begeistern, begeistern sich auch mehr für die Methoden der Wissenschaft und können dadurch eher feststellen, weil sich damit beschäftigen, ob ein Axel Stoll jetzt wirklich im Rahmen dessen ist, was im wissenschaftlichen Diskurs gilt oder nicht. Also du setzt ja dann praktisch voraus, dass die ganzen Leute, die dann halt sich, halt bevor sie sich entscheiden, wem sie jetzt folgen mit deiner Ansicht, das ist Wissenschaft, schon wissen, was Wissenschaft wäre. Nö. Ja, doch, sonst könnten sie ja jetzt, wenn sie halt irgendeinem einem Menschen begegnen und so und das halt dann methodenkritisch hinterfragen, dafür müssen sie ja erstmal ein Werkzeugkiste zur Verfügung stehen haben. Ach so, du meinst, die erste Person, die sie treffen, könnte sie schon verführen. Genau. Also weil das Feld ja so breit aufgestellt ist durch diese ganzen verschiedenen Sonderinteressen. Nee, aber dann hast du ja diese Zirkel nicht mehr, die sich so abgrenzen und dann lernen ja die den Verführer kennen, aber lernen irgendwann auch andere kennen, weil eben diese ganze Zirkelei nicht mehr so funktioniert, diese Abgrenzung. Dann lernen sie andere kennen und dann hinterfragen die vielleicht auch ihren Guru. Ich meine, die Frage ist auch immer, mit welchem Interesse sozusagen Menschen außerhalb der Wissenschaft oder nicht unmittelbar Personen, die sich für Wissenschaft als Wissenschaft interessieren, also die irgendwie irgendwas allgemein populärwissenschaftliches wie Spektrum der Wissenschaft oder so mit einem gewissen Standard lesen, weil sie sich für Wissenschaft interessieren, sondern die immer vor konkreten Lebensproblemen stehen oder sich konkrete Lebensfragen stellen, wo dann natürlich auch immer die Frage ist, es gibt
oft ist ja der Unterschied zwischen Gurus in Anführungszeichen und der Wissenschaft in Anführungszeichen die Komplexität der Antworten und das Gefühl, dass diese Antworten vermitteln. Es gibt dann bei den Gurus in Anführungszeichen die Antworten, die eben genauso so einen Zauber wecken, die irgendwie so was Ungewisses, was Mystisches irgendwie wecken, wie so ein Erich von Däniken. Und es gibt die einfache Antworten versprechen, die irgendwie einen erwarten lassen, dass man Teil eines eingeweihten Zirkels ist, also diese ganze Impfgegner-Debatte, die einen auch als, wo man ja auch mittlerweile eine Dynamik hat, dass es tatsächlich ein Konflikt zwischen zwei Gruppen ist. Das gab es ja auch schon in der seriösen Wissenschaft immer wieder mal, dass man sich praktisch selbst von der seriösen Wissenschaft entfernt hat. Wenn wir gerade wieder auf die Eugenik zurückgehen oder Phrenologie. Ja, aber für seine Zeit war das Seriosität. Also Seriosität ist ja schon ein soziales Konstrukt, das ist eine Aushandlung. Ja. Was ist seriös? Und damals war das seriöse Wissenschaft. Genau da ist ja das Problem. Es kann auch der Naturwissenschaft passieren, dass sich bestimmte Gruppen, obwohl sie gesellschaftlich als seriös anerkannt werden, immer mehr von den eigentlichen naturwissenschaftlichen Standards entfernen. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Und vielleicht ist auch nochmal die Frage eine etwas andere, ob die Menschen jetzt Naturwissenschaftlern glauben oder den Gurus. Die Frage ist ja auch erstmal, wir sind ja gerade auch für Begeisterung für Wissenschaft und Glauben an die, Glauben in Anführungszeichen, das Akzeptieren der Ergebnisse der Wissenschaft sind ja auch nochmal zwei sehr unterschiedliche Faktoren. Ich kann auch sehr für Wissenschaft begeistert sein und irgendwie, ich kann auch den Ergebnissen der Wissenschaft vertrauen, ohne mich für Wissenschaft zu begeistern. Also ich kann auch meinem Arzt vertrauen, wenn er mir sagt, dass bitte lass deine Kinder impfen, weil ich halt irgendwie, das ist so eine gesellschaftlich akzeptierte Figur, das ist irgendwie eine Autoritätsperson, der hat an einer Universität studiert, der ich in irgendeiner Form vertraue. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist, glaube ich, auch nicht das, worauf sich zumindest Fischer bezieht in dem Buch, sondern tatsächlich auch diese Frage ist, wie kann man der Wissenschaft, die eigentlich per Definition rational und nicht emotional sein muss, weil das ist ihr Anspruch, wie kann man denen, die sich davon nicht begeistern lassen, das ist ja auch ein bisschen paradox, sich von Emotionslosigkeit begeistern zu lassen, wie kann man denen, die sich eben nicht von Emotionslosigkeit begeistern lassen, diese Begeisterung vermitteln? Nils, ich habe eine Frage. Du hast das Buch ja gelesen, ich habe es nicht gelesen. Noch nicht. Der Autor, wie heißt er? Ernst-Peter Fischer. Sein Ziel ist es nicht, die Leute zu Wissenschaftlern zu machen. Nein, ganz und gar nicht. Also im Moment ist es ja so, dass quasi Langweiler von der Wissenschaft angezogen werden, weil alle anderen gehen in die Kunst oder so, weil das sind die Erbsenzähler, die in die Wissenschaft gehören, also im Großen. Ja. Und die könnten auch da ihren Spaß haben mit ihren Erbsenzählereien, was sonst keinen begeistert, aber wenn sie das nach außen bringen, habe ich das dann so richtig verstanden? Da ist der Punkt. Da sollen sie Begeisterung schaffen. Genau, also es geht... Also die können so bleiben, wie sie wollen. Genau, es geht nicht darum, Menschen zu Wissenschaftlern zu machen und auch nicht zwangsläufig ihnen das Vertrauen zu geben, dass Wissenschaft etwas Gutes ist, sondern tatsächlich so dieses... Das nicht. Also das ist sicherlich ein Nebeneffekt, aber das ist nicht das primäre Ziel. Also es geht tatsächlich darum, diese... Also als Beispiel, was ich ganz passend fand, war das Race into Space, das Race to the Moon in den Vereinigten Staaten mit der Ankündigung von John F. Kennedy irgendwie, was war es, 1961, zu sagen, am Ende des Jahrzehnts sind wir auf dem Mond gelandet. Das war so ein Moment. Die meisten Amerikaner sind dadurch nicht zu Raketenwissenschaftlern geworden. Vielleicht sogar ganz im Gegenteil, mit irgendwelchen Esoterikern hinterhergelaufen, die sagen, wir machen das so und so und es war völliger Blödsinn. Aber was war, es war so, dass wissenschaftliche Erkenntnis und wissenschaftliche wissenschaftliche Entwicklung ein Kernpunkt in der Öffentlichkeit war. Das aber die waren ja gar nicht auf dem Mond. Aber das war aber das war zu dem Zeitpunkt eigentlich
hatte mit Wissenschaft an sich nicht mehr viel zu tun gehabt. Es ist aber es egal. Das ist in dem Punkt aber egal. Aber ja, das ist der Witz, das ist egal. Es muss nicht stimmen, es muss nur den richtigen Effekt haben. Ja, es war zu dieser Zeit allgemein einfach so, dass die Wissenschaft ein sehr, sehr hohes Ansehen genossen hat. Das mag sein. Und ganz unschuldig war daran mit Sicherheit auch nicht die Rolle, die sehr unschöne Rolle, die die Wissenschaft in den ersten beiden Weltkriegen hatte. Ja. Aber habe ich das denn richtig verstanden, dass im Prinzip dieses Buch von Ernst-Peter Fischer hieß er? Ja. Ja. Das ist dann praktisch so eine, so ein Leitfaden zur Drittmittelakquise? Nein, ganz überhaupt nicht. Also ich frage mich ja, wo liegt der tiefere Sinn da drin, halt Leute für die Wissenschaft dafür zu begeistern, Wissenschaftler zu sein, aber sie sollen nicht Wissenschaftler werden. Ihnen sollen nicht die Ergebnisse bekannt gemacht werden, sondern sie sollen sich einfach mit den Wissenschaftlern zusammen freuen über die Ergebnisse der Wissenschaft. Also praktisch dem Ganzen gesellschaftliche Relevanz verleihen, was im Endeffekt natürlich dann halt eine Statusfrage der Wissenschaft ist, dass der Status innerhalb der Gesellschaft aufgewertet ist, was halt natürlich knallharte ökonomische Konsequenzen hast, in dem Sinne halt, dass dann wahrscheinlich auch Staaten mehr Geld in die entsprechenden Institutionen fließen lassen. Es ist tatsächlich, glaube ich, nicht sein Kernpunkt. Ich hatte auch den Gedanken gehabt, dass das ein bisschen klingt, wie wenn man den Buchhaltern im Rechnungswesen sagt, sie sollen doch die Ergebnisse ihrer Buchhaltung einfach schöner präsentieren. Aber ich würde dagegen stimmen, weil nämlich die Verwaltung nicht aus begeisterungsfähigen Subjekten besteht, sondern das sind genau die... Ja, genau wie die Wissenschaft, genau solche Erbsenzähler. Ja, und deshalb brauchst du die gar nicht begeistern, das bringt nichts, du brauchst ihnen bloß die richtigen Zahlen vorlesen und sagen, das ist alles hochsignifikant und schon sagen die, okay, zack. Ja, aber die müssen doch dann genauso wie die Wissenschaftler, es sind doch auch bloß Erbsenzähler und genauso wie die Wissenschaftler müssen die Buchhalter dann doch die Begeisterung im Management hervorrufen, damit ihre Zahlen etwas bewirken können. Das wäre tatsächlich eine sozialwissenschaftliche Aufgabe, diese Thesen und Theorien, die da der Herr Fischer aufstellt, von der Wissenschaft in die Verwaltung zu transferieren. Witzigerweise passiert sowas in der Art tatsächlich. Also in der Betriebswirtschaft, ich habe auch mal BWL studiert, muss ich zu meiner Schande gespielt. Was? Da hätten wir das gewusst, hätten wir dich nicht eingeladen. Ja, ich habe dann irgendwann gedacht, ich will jetzt auch noch was machen, wo ich wirklich ein bisschen was verstehen muss und bin deswegen in die Soziologie gerutscht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir haben gerade so über die Buchhaltung, die Erbsenzähler, die doch irgendwie mal bitte verbreiten sollen, dass sie irgendwie relevant sind. Da ist es ja tatsächlich so. Also ich kann mich noch an meine Einführung in das Controlling erinnern, wo tatsächlich die Predigt des Professors auf der Bühne darin bestand, die Lokomotionsfunktion des Controllings zu betonen und wie doch bitte das Controlling die strategische Ausrichtung eines Unternehmens bestimmen sollte. Also das sind tatsächlich Entwicklungen, die da stattfinden. Und ich glaube irgendwie, ich habe ein kurzes Zitat aus dem Buch, was vielleicht die Intention und das, wo Fischer auf seine Grundargumentation kommt, ganz gut zusammenfasst. Also ich zitiere, es gehört zu den Peinlichkeiten in der öffentlichen Rede zur Kultur, dass immer noch die Frage aufgeworfen werden kann, ob die Naturwissenschaften zur Kultur gehören und zur Bildung von Menschen beitragen. Also das ist, glaube ich, die Diskussion, in die er sich reinhängt. Es geht nicht primär darum, jetzt zu sagen, Wissenschaft braucht mehr Geld. Das ist gar nicht der Punkt, sondern was irgendwie gerade auch anklang zu sagen, der gesellschaftliche Status von Wissenschaft wird ihrem Beitrag und ihrer Zentralität ja mittlerweile auch nicht mehr gerecht. Und wie können wir diesen Status, diesen Wahrnehmungsstatus, auch diese Rolle in der öffentlichen Debatte, wie können wir die stärken? Das erinnert mich jetzt an irgendwelche Geschichtsunterrichtsdinge, als das aufstrebende Bürgertum, als es langsam immer reicher wurde, vom Adel gefordert hat, mehr Einfluss zu bekommen. Ich glaube, jetzt habe ich alles verloren, oder? Das ist nicht weit weg, aber
da geht es ja auch um einen gewissen gesellschaftlichen Stand. Und ja, damals war es halt im Wesentlichen mit Geld, ne? Die haben gesagt, ja, wir haben mehr Geld, wir sind so wichtig für die Gesellschaft, wir verlangen jetzt mehr Einfluss zu haben. Und jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt mit der Wissenschaft ganz ähnlich funktionieren könnte, dass man halt sagt, ja, die Wissenschaft ist so wichtig für die Gesellschaft, wir haben eigentlich einen so großen Einfluss, wieso reflektiert sich das nicht in unserem tatsächlichen Einfluss in der Gesellschaft? Nee, so ganz abwegig ist es tatsächlich nicht, weil das sind zwar Erbsenzähler, die darüber bewilligen, aber die hängen an der Politik und die Politik hängt an den Wählern und die Wähler sind die Bürger, die begeistert werden müssen. Also die begeistert werden sollen von der Wissenschaft. Und wenn die sich für Wissenschaft nicht interessieren, ist es unter Umständen nicht so leicht, Gelder zu bewilligen für Wissenschaft. Also vielleicht ist es doch das ganze Buch ein Drittmittelprojekt. Es liest sich nicht so. Also es kommt tatsächlich, also Hans-Peter Fischer ist ja auch selber, ich weiß nicht, ich glaube, Physiker und Philosoph, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und arbeitet in der Wissenschaftshistorik hauptsächlich. Ich hatte mir aufgeschrieben Wissenschaftshistoriker, aber das kann natürlich dann die Haupttätigkeit sein. Das ist das, was er jetzt sozusagen aktiv ist. Also es geht tatsächlich um diese, wie man diese Loslösung und diese Nichtbetrachtung, so dass Wissenschaft irgendwie passiert, ja, aber selbst die größte wissenschaftliche Debatte oder Erkenntnis ist der Tagesschau irgendwie so bestenfalls mal einen Halbminutenbeitrag wert. Während das Fußballspiel Deutschland gegen Brasilien 3 Minuten Bericht mit Live-Schalte und was auch immer bekommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, um den er sich dreht. Dass da ganz viele Konsequenzen dranhängen, dass man natürlich sagen kann, wenn das eine größere Wahrnehmung findet, dann wird es auch stärkere Mittelbewilligung geben, dann wird es vielleicht auch stärkere Berücksichtigung von Wissenschaftlern in irgendwelchen politischen Kommissionen geben und so weiter und so fort. Das mag dann Konsequenz sein, aber es ist, glaube ich, nicht ein Kernpunkt des Arguments oder ein Ziel des Arguments. Ihr habt ja vorhin über Geschichte, alle drei, habt ihr die Historie mit reingebracht. Ich habe mir mal hier rausgesucht, die erste Weltausstellung 1851 in London. Das war das Thema, Sensationsthema Künste und Technik angewendet im modernen Leben. Also da haben die war Leute. War das im Kristallpalast damals? Ja. Und das hatte 6 Millionen Besucher. So, die Expo. Dann 1992 Spanien, 40 Millionen Besucher. Und 2000 in Hannover, ja, 2000 da war ich dort. Ja, okay, kannst gleich. haben die auch 40 Millionen. Absoluter Einbruch, finanzielles Desaster, 18 Millionen kam nur. Und da habe ich mir überlegt, wieso, also die Begeisterung vorher und jetzt nicht mehr so. Und das Jahr 2000 ist ja so auch so mit das Internet, was da so. Ich glaube, du hast es, Thomas, das vorhin mit angesprochen. Also das Internet und die Leute, die vielleicht früher zur Expo gefahren sind, um dort was Neues zu erleben, kriegen jetzt alles aus dem Internet. Das spricht eigentlich mehr dafür, dass die Leute, die dahin gefahren sind, gar nicht dahin gefahren sind, um was zu erleben, sondern wirklich um unbegeistert Informationen und Networking und so weiter zu machen, Informationsrecherche und so, was dann übers Internet gemacht werden kann. Was man da ganz kurz einschieben will, ich meine, vielleicht ist das sogar der Wandel der Expos, weil, wie du gerade sagtest, das Thema 1851 war Technologie und Künste irgendwie angewendet und wer auf der 2000er Expo war, das war eine Kulturausstellung. Das war eine sehr gute Kulturausstellung, aber es ging nicht mehr um Technologie und um Wissenschaft. Ja, es gab ein paar Pavillons, wo es tatsächlich um Technologie ging. Ich habe da das erste 3D-Display gesehen, recht verschwommen und so ein bisschen 3D-Effekt war auch dabei. Aber im Grunde war das ein rein so semi-touristisch kommerzielle Folklore-Veranstaltung. Die Begeisterung von damals, war das die Begeisterung an Wissenschaft oder war das die Begeisterung an Technik, die man sofort spüren kann und sehen kann? Denn die technischen Sachen, da würde ich sagen, sind die Leute ja schon interessiert dran, was kann es geben an Technik. Nur an Wissenschaft
es ist ja nicht dasselbe. Da vielleicht nicht so. Also wenn man eine neue Rakete erfindet, dann gucken die Leute hin. Naja, da kann man auch nicht mehr Fehler finden. Ja, man muss auch ehrlicherweise zugeben, im 19. Jahrhundert gab es furchtbar viel Neues, das man zeigen konnte, was es heutzutage so gar nicht mehr gibt. Und gucken sich die Leute das heute vielleicht im Internet an, holen sich die Informationen und gehen deshalb nicht mehr auf diese Ausstellung? Naja, es gibt einfach nicht mehr so viel Bahnbrechendes. Also ich meine, damals, da haben die ersten richtigen Sprengstoffe erfunden, die haben zum ersten Mal irgendwie fotoempfindliche, also so Fotozellen gehabt. Die hatten, also das war irgendwie in 30er Jahren, egal. Die hatten, also es gab so viel Neues. Ich meine, das Washington Monument, die Spitze davon, die hat man mit Aluminium gebaut. Weil Aluminium war damals richtig teuer. Das war teurer als Silber. Und heutzutage ist das richtig billig. Und das kam halt auch alles bloß zustande, weil es halt plötzlich richtig billiges, ein billiges Verfahren gab. Und das gab es nur, weil es plötzlich Strom gab. Und Strom gab es nur, weil plötzlich jemand den Dynamo erfunden hat. Weil irgendwie der Oersted damals gesehen hat, dass man, wenn Strom durch ein Draht fließt, da eine Kompassnadel zuckt. Und es gab damals einfach so viel unglaubliches Zeug, so viel unglaublich neues Zeug vor allen Dingen, dass das heutzutage kaum zu vergleichen ist. Aber ist es denn tatsächlich so wenig? Also ich bin jetzt so naturwissenschaftlich sehr halb gebildet, aber ich lese gerade, das ist ein Buch von Stanislas Dehaene, Denken, wo er halt neurowissenschaftliche Fortschritte beschreibt. Und wenn man das so liest, was da teilweise mittlerweile möglich ist, dann ist das so gigantisch und natürlich zu vergleichen mit, wir haben jetzt auf einmal Strom, wenn das auf einmal möglich wird, tatsächlich Bewusstseinszustände über Elektroden abzulesen und ja, bei... Tut aber keiner wirklich. Ja, aber es ist halt möglich und es gibt tatsächlich mittlerweile die kleinen Tests, die auch anfangen, das tatsächlich schon im kleinen Rahmen in Kliniken tatsächlich auch umzusetzen. Also es ist eben nicht so, dass es nichts mehr gäbe, was diesen Wow-Effekt auslösen könnte. Es tut es aber nicht. Ja, vielleicht kommt das noch. Aber der Punkt ist, damals war das halt nicht so kleines Zeug, sondern du konntest halt mal eben einen Eiffelturm dahinstellen. Der Bruch war vielleicht damals höher. Heute gehst du so das peu à peu, kommst du in neue Techniken rein, während plötzlich, zack, war der Strom da und das Aluminium und Radio und der ganze Kram. Also es war einfach so unglaublich viel und es gab plötzlich Röntgenstrahlen und was weiß ich, es war wirklich furchtbar viel. Also ich finde, die These ja hat absolut was für sich, aber wie kommen wir dann jetzt raus, wenn halt wir haben diese Begeisterungsfähigkeit, die eventuell mal geherrscht hat, das wissen wir nicht. Es gab bestimmt auch Bevölkerungsschichten, die sich nicht für interessiert haben. Aber wenn diese Begeisterung jetzt darauf basiert, dass man immer sozusagen einen Umbruch braucht, um den Leuten was Neues zu präsentieren, was die Wissenschaft entdeckt hat, was sie konstruiert hat, wie kann man dann den Leuten die Begeisterung jetzt noch beibringen, wo das wegfällt? Ich weiß es nicht, ob man das braucht. Es hilft natürlich, auf jeden Fall. Aber ich weiß es nicht, ob man das braucht. Ich meine, man hat ja, auch wenn sich niemand mehr dafür begeistert hat, immer noch weiter Häuser gebaut. Das war nie was Neues, das war nie was, wofür sich irgendjemand begeistert hätte. Aber man hat das Wissen, wie man ein Haus baut, immer weitergetragen. Irgendwann wird es halt konsolidiertes Wissen, das dann irgendwie in der Gesellschaft verankert ist. Und das wird dann halt von alleine weitergegeben. Aber um jetzt nochmal auf deine Argumentation gerade auch aus der, ich glaube, es war aus der vorherigen Sendung, Sitzung sozusagen aufzugreifen. Selbst dieses ganz lange konsolidierte Wissen gilt ja nicht selbstverständlich. Es ist ja nicht so, dass mittlerweile seit 30, 40 Jahren bekannte wissenschaftliche Zusammenhänge selbstverständlich als Grundlage beispielsweise gesellschaftlicher, öffentlicher Diskussionen verwendet würden. Es ist ja gerade nicht so, dass und es ist ja auch nicht so, dass nicht neue Entwicklungen stattfinden, die uns vor komplett neue Fragen stellen. Und auch in solchen Diskussionen, also wir sehen das jetzt beispielsweise bei in Anführungszeichen genmanipulierten Nahrungsmitteln. Wir sehen das beim Atomstrom. Wir sehen das in ganz vielen Bereichen, dass eben die Wahrnehmung
die Position der Wissenschaft in der öffentlichen Debatte so schwach ist, obwohl sie eigentlich tatsächlich sehr definitive und sehr präzise Aussagen treffen kann, dass sie eben tatsächlich umgangen wird oder dass sie aufgrund hanebüchener Argumente tatsächlich in Frage gestellt und hintergangen wird. Und ich glaube, deswegen ist es tatsächlich, auch um dein Argument von der weißen und der schwarzen Magie am Anfang aufzugreifen, es ist tödlich für die Wissenschaft, wenn sie sich tatsächlich sagt, es ist uns egal, was die Öffentlichkeit über uns denkt, wir haben Recht. Das mag sein, aber es hilft nicht. Weil dann haben wir zwar Recht, wir, die Wissenschaft, aber es interessiert keinen. Und die machen alles so, als würde es uns gar nicht geben. Damit ist ja auch keinem bedient. Ich sag mal, historisch gesehen hat das immer sehr lang gebraucht, bis irgendwie Wissen, dass das gerade irgendwie neu war, sich in der Gesellschaft dann wirklich verbreitet hat. Und der Punkt ist halt, es ist furchtbar viel dazugekommen und wir hatten noch nicht so richtig die Zeit gehabt, das Ganze gesellschaftlich zu konsolidieren. Ich weiß es nicht, wie lange es gebraucht hat, bis sich so das Wissen um, was weiß ich, das Mühlrad oder so ernsthaft in der Gesellschaft verbreitet hat. Weißt du, man hat früher einfach so viel mehr Zeit gehabt, in der, weil so lange Zeit vergangen ist, dass was Neues mal wieder gekommen ist. Und es ist jetzt halt mit einem Schwung eine ganze Menge gekommen. Einfach weil man ein paar Phänomene gehabt hat, so Chemie zum Beispiel, und man hat ein paar experimentelle Grundlagen gelegt, die halt plötzlich ein paar wichtige Naturgesetze offengelegt haben, die dann halt ganz plötzlich zu einer ganzen Reihe von wichtigen Anwendungen geführt haben. Und das braucht halt seine Zeit, bis das Ganze in der Gesellschaft irgendwie angekommen und verankert werden kann. Aber was soll der Prozess sein? Wie soll das passieren, wenn es keiner wahrnimmt außerhalb? Einfach Zeit. Einfach. Aber wie? Zeit reicht nicht. Zeit reicht nicht. Wie soll das passieren? Es ist einfach Gewohnheit. Es ist einfach. Aber was eine denn? Ganze was Zeit ist denn Gewohnheit? Da? Es ist ja nichts, was man sieht nach deiner Argumentation. Es ist ja nichts, was einem den Wow-Effekt verpasst und ich sehe es einmal, es ist wow und irgendwann wird es selbstverständlich. Also ich sehe einmal den Eiffelturm in Paris auf der Weltausstellung und sehe dann auf einmal auch Stahlgebäude irgendwie bei mir um die Ecke. Das ist ja genau nicht der Prozess. Es werden mit der Zeit immer neue Dinge selbstverständlich. Heutzutage ist zum Beispiel nicht mehr selbstverständlich, dass jemand weiß, wann der Weizen ausgesät werden muss. Das war früher absolut selbstverständlich, als 90% oder so der Leute Bauern waren. Ne? Ja. Und das wird dann, das kommt irgendwann durch. Das braucht halt seine Zeit. Die Wissenschaft bringt ja jetzt schon seit einer geraumen Zeit neue Sachen vor. Und meinst du, wenn wir jetzt noch 100 Jahre warten, werden die Leute dann begeistert von der Wissenschaft? Nein, ich glaube, die Wissenschaft kommt dann irgendwann ganz ohne jede Begeisterung an, sondern einfach nur als Faktum. Ach so, dann sag mal, warum müssen wir denn die Leute überhaupt begeistern für die Wissenschaft? Was ist denn überhaupt das Problem? Also was ist jetzt genau das Problem, dass Leute nicht begeistert sind für Wissenschaft, wenn man mal davon absieht, dass Blogger wie ihr da nicht gelesen werden und wir nicht gehört werden als Podcast? Was ist jetzt, aber ich meinte jetzt, das würde, weil ich das Buch nicht gelesen habe, das würde mich jetzt mal interessieren, was der Ernst-Peter Fischer als Ausgangspunkt seiner Kritik sieht. Also warum wir das überhaupt machen müssen, das ist ja natürlich schön, wenn die Leute begeistert sind für Wissenschaft, aber wieso? Ich vermute, es ist, also um jetzt wieder einen soziologischen Begriff aufzugreifen, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es für ihn eine Gegenbewegung zu einer gewissen Entfremdung ist. Also es ist jetzt die Frage, ob die Integrität je bestanden hat, aber es geht ihm tatsächlich um einen Prozess der Entfremdung. Und ich finde, es mag auch sein, was Frank erzählt, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass es halt einfach irgendwie passiert. Aber das ist natürlich auch gerade, wenn man sich jetzt aus einem demokratischen, freiheitlichen Ideal kommt, zu sagen, wir lassen Entwicklung einfach mal passieren, sie werden schon irgendwie selbstverständlich werden, gefährliche Argumentation, weil es eben die soziale Frage und die soziale Aushandlung aus gewissen Sachen rausnimmt. Das mag jetzt nicht relevant sein für die Halbwertszeit von irgendeinem Atommüll, das ist völlig richtig. Aber es mag relevant sein, tatsächlich für ethische Fragen, die sich ergeben.
die sich zum Beispiel drehen um solche, ob es Fake-Fragen sind, wie jetzt bei dem Genmodifizierten, wo vieles irgendwie übertrieben wird und Ängste geschürt werden, ist auch wieder ein anderer Punkt. Aber wo sich eben tatsächlich Fragen stellen, wo die Wissenschaft nicht eine Antwort drauf hat, weil es eben normative, ethische Fragen sind, und wo aber einfach durch, es passiert dann schon irgendwie, irgendjemand das festlegt, ohne dass das tatsächlich eine gewisse, eine gesellschaftliche Widerspiegelung sozusagen hat. Dass wir jetzt im freien Diskurs alles aushandeln, das ist eine Fiktion. Aber dass es so völlig losgelöst voneinander passiert, kann auch einfach eine sehr gefährliche Entwicklung sein. Lass mich mal kurz zurückgehen zu der Frage, wozu man diese Begeisterung braucht für die Wissenschaft. Also prinzipiell braucht man sie überhaupt nicht. Prinzipiell könnte man sagen, eine konservative Gesellschaft, die funktioniert irgendwie. Also eine Gesellschaft, in der sich praktisch überhaupt nichts mehr ändert, in der nichts Neues an Wissenschaft dazukommt, das geht. Also die Natur ist ja sowas, ne? Die Natur, bevor es den Menschen gab, bevor es irgendwelche Wissenschaft geben konnte, das ist eine total konservative Gesellschaft gewesen, ne? Da gab es ja keine Fortschritte und das lief trotzdem Milliarden Jahre, ne? Ja. Oder mindestens so hunderte Millionen Jahre jetzt zuletzt, ne? Eigentlich ziemlich gut. Im Prinzip braucht man das nicht. Aber wir wissen, dass es sowas gibt wie wissenschaftlichen Fortschritt. Und jetzt kriegen wir ein Problem. Einfach nur konservativ zu bleiben, reicht nicht mehr aus. Genau. Weil wir genau wissen, jemand anderes, und jemand anderes, da denke ich jetzt gerade sehr an die Chinesen zum Beispiel, kann demnächst einfach sehr viel schneller, sehr viel weiter fortgeschritten sein als wir. Und sind die Begeisterte? Irgendwann definitiv, ja. Okay. Und irgendwann stehen wir dann so da, wie die Chinesen im so 19. Anfang des 19. Jahrhunderts da standen. Und dann sind wir halt die Rückständigen mal wieder. Und die Chinesen sind halt mal wieder ganz vorn. Und eigentlich will man das ja nicht. Und der einzige Weg, das Ganze zu verhindern, ist, eine gewisse Begeisterung zu haben, so dass man, weil diese Begeisterung, die ist der Antrieb, das ist die Motivation, das ist das Ding, was dazu führt, dass man eben nicht hinten dran hängt, sondern irgendwo relativ weit vorne mit dabei ist. Das ist mir ich verstehe das Argument, das ist mir aber zu wettbewerbsorientiert. Ich würde dann eher, weil die Chinesen sind ja auch nette Leute, warum sollen die nicht auch ihren Spaß an der Weltspitze haben, so gesamt global gesehen. Man könnte aber sagen, in so einem aufklärerischen Modus wäre es vielleicht so kantianisch und so, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, macht ja nur Sinn, wenn da auch ein bisschen was drin ist. Und je mehr man sich begeistert, desto mehr versteht man ja auch von einer Sache. Ich glaube, es gibt ein Problem, und zwar wird hier jetzt gerade so relativ selbstverständlich angenommen, es gäbe einen Zusammenhang zwischen technischer Entwicklung und sowas wie gesellschaftlichen Fortschritt. Aber das ist ja schon länger bekannt, dass es diesen Zusammenhang überhaupt nicht gibt. Sondern dass das immer, dass technische Entwicklung halt, das gibt es halt, das ist irgendwas, aber es geht um den Umgang damit. Wenn man das natürlich in Konkurrenzen formuliert, wenn man sagt, ja, guck dir jetzt an, die Chinesen, die sind bald vorne und dann überholen die uns und dann geht's hier ganz schnell, dann wird auf einmal die Technik, die das Potenzial hätte, klar, in sich, die Technik hat, also ist ja in sich nichts Gutes, nichts Schlechtes, die ist einfach irgendwie da, wird dann praktisch von ihren positiven Potenzialen befreit hin zu einer Zwangseinrichtung. Denn sie ist ein Mittel der Konkurrenz, des blanken Überlebens, dem man denn noch dienen muss. Das ist ein Aspekt. Das ist ein Aspekt, den Technik tatsächlich hat. Das ist nicht der einzige. Den hat Technik. Das ist ja kein Aspekt, den Technik hat, sondern das ist einer, der ihm gegeben wird oder eben nicht. Deswegen, es gibt da ja keinen richtigen Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass es vermeidbar ist, dass dieser Aspekt der Technik irgendwann verliehen wird.
Früher oder später. Und wenn es einfach nur darum geht, dass jemand einen Weg gefunden hat, besser Landwirtschaft zu betreiben, ne? Dann hast du halt einen guten Weg gefunden, um viel mehr Nahrungsmittel auf der gleichen Fläche zu haben. Und früher oder später hast halt mehr Leute und früher oder später werden dann die Leute, die diese Technik noch nicht haben oder diese Organisationsform oder was auch immer dazu geführt hat, die werden sich das dann angucken und die werden vielleicht, ja, die werden mit Sicherheit nicht nur das übernehmen, was aus der Landwirtschaft da das Bessere gemacht hat, sondern die werden sicherlich auch denken, ja, die Gesellschaft, der geht's ja viel besser. Ich übernehme mal noch einen ganzen Schwung aus der ganzen Gesellschaft mit raus. Ist zumindest in der Vergangenheit immer wieder so passiert. Also es gibt zwei in der Historie vielleicht, also schade, dass Diego heute nicht da ist, der kannte den Autor, den werde ich dann auch verlinken, den Autor. Also es gibt Untersuchungen, dass in der Antike schon eigentlich hätte eine industrielle Revolution stattfinden können, also dass die Möglichkeiten waren da. Aber aus gesellschaftlichen Gründen hat man es nicht für nötig gehalten. Also es gab Sklaven und so und also dieser Modus, den wir so als Kapitalismus kennen, es muss mehr und dort gibt's Technik, die macht die Sachen besser und deshalb übernehmen die andere Leute, die war da, das war da nicht gegeben, sonst hätte man das weiterentwickelt. Und das andere ist in Japan die Edo-Periode, das waren ja 400 Jahre, wo quasi per Staatsdekret verboten wurde. Nennen wir es 200. 200 Jahre oder vier? Ich weiß gar nicht. Von 200. Von 1600 bis... Ne? Von 1600 ja, bis... 200, 18, okay. Also Commodore Perry kam 1853 oder 54. Okay, 200 Jahre per Dekret. Jetzt könntest natürlich du jetzt sagen, okay, aber am Ende mussten sie sich dann auch anpassen. Aber das ist ja, da ist ja die Frage, ob das eine Zwang, ob dieser Clash zwangsläufig war. Ich meine, hätte ja, die Kultur hätte ja woanders auch anders sich vollziehen können. Und das ist so eine grundsätzliche Frage, ob man jetzt sagt, also so eine grundsätzliche Frage, es gibt so einen wirtschaftlichen Aufschwung und einen technischen Aufschwung, das geht dann alles so seinen Gang und die Gesellschaft wird daraus sozusagen abgeleitet. Oder ob man sagt, das ist alles, die ganzen Gesellschaften könnten eigentlich mit bisschen anderem Zufall in der Vergangenheit ganz anders verlaufen sein, dann hätten wir ganz viele japanische Gesellschaften vielleicht und die hätten dann alle die Idee gehabt, wir machen uns nicht vom technischen Fortschritt abhängig. Zu sagen, das ist vielleicht auch, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Diskussion von der letzten Folge zurückgreifen, wo es ja auch darum ging, der Graben zwischen Gesellschaft und Naturwissenschaften, wo wir auch sowas festgestellt hatten, dass oft ein Zankapfel ist, wenn zu wissenschaftlichen Thesen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn sich die mit normativen Positionen vermischen. Und ich glaube, das ist jetzt nämlich gerade ein guter Punkt, weil dieser Glaube an dieser Glaube an die zwangsläufige Läufigkeit von Konkurrenz oder dass die in die Natur des Menschen verankert ist. Ja, dafür gibt es ja gibt es keine wissenschaftliche Hinweise, dass das so wäre. Aber das ist eine Ideologie. Ist es nicht einfach die normative Kraft des Faktischen? Das ist ja, aber das ist kein Beweis für eine Zwangsläufigkeit. Gehen wir mal kurz zurück. Jäger- und Sammlergesellschaften hat mal irgendwer sich angeguckt und im Allgemeinen kriegst du da Bevölkerungsdichten von vielleicht einem pro Quadratmeter hin, pro Quadratkilometer hin. Okay? Und wenn jetzt jemand besser ist, wer Landwirtschaft erfunden hat oder so, und er schafft es auch nur auf sowas wie 10 Personen pro Quadratkilometer, ja, dann hast du plötzlich 10-mal so viele Leute dort wie anderswo. Und das ist schon ein sehr, also wenn kein zwangsläufiges Argument, dann doch ein sehr handfestes. Aber wir machen jetzt schon wieder Wissenschaftsdiskurs und gehen eigentlich weg von der Begeisterung für die Wissenschaft.
Ja, aber das finde ich ein wichtiger Punkt, weil das ist der Punkt halt jetzt, wo normative Urteile, die ja natürlich eben zugestanden sind, aber dass normative Urteile in eine Faktizität, boah, es ist spät. Ja. Muss mal zu meiner Vater. Ihr wisst, welches Wort ich meine. Faktizität. Ich schreibe es in die Shownotes. Dankeschön. Genau, bitte. Dankeschön. Bitteschön. Hineinformuliert wird. Und das ist, und ich glaube, das ist das, wo dieser Zankapfel sehr weit kommt, weil es natürlich halt mit diesen Sachen eben halt was sind Konkurrenzverhältnisse, wie kommen die zustande? Zu denen kann man halt mit naturwissenschaftlicher Methodik nichts sagen, weil es kein naturwissenschaftlicher Gegenstand ist. Dafür braucht man sozialwissenschaftliche Methodiken, um darauf halt dann nach dem, was man denn, also aus einem wissenschaftlichen Diskurs Antworten zu geben. Und das ist dann oft was zu diesen Konflikten, denke ich, führt, dass niemand sich gerne dann sagen lassen will, dass er da jetzt halt seine Ideologie vertritt. Und dieser Vorwurf ist dann, glaube ich, das, was den Konflikt auslöst. Aber um jetzt zu der Begeisterung noch zu kommen, ist das aber auch etwas, was sich, glaube ich, auch niemals ganz lösen lässt von dem Ganzen. Denn wir sind ja, ich meine, die Wissenschaft ist die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist halt ein soziales Gebilde, ist eine soziale Anhäufung von Prozessen, die da so halt aneinander anschließen. Und wir als Menschen, wir können daran teilnehmen, aber wir können nicht die Wissenschaft sein. Wir sind in einer Welt, in der wir auch zu jedem Zeitpunkt genötigt sind, uns normativ zu irgendwelchen Sachen zu positionieren. Und darin steckt doch auch die Begeisterung. Dass man sich über seinen wissenschaftlichen Hintergrund, den man hat, dass der immer mit einfließt und dass man daraus auch wieder normative Positionen entwickelt, die man auch vertreten kann. Und ich denke, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, aus dem diese Begeisterung für Wissenschaft entspringt. Dieser normative oder diese Verbindung mit dem Normativen, die in jeder Wissenschaft, also ich wüsste nicht, wo sie nicht existiert, aber so jede Wissenschaft hat ja in der Person dann eine Verknüpfung zum Normativen. Die Unvermeidlichkeit, dass man ab und zu mal aus dem Elfenbeinturm heraus muss. Ja, nee, der Elfenbeinturm ist halt durchzogen von der Normativität halt. Es ist halt reine Illusion zu meinen, man könnte diese Normativität irgendwie rausdividieren. Also zwei Punkte stürme ich jetzt im Moment. Nummer eins, Wissenschaft ist nicht Technik. Also das ist ein Teil. Das ist klar, so, genau. Und also wir wollen ja die Leute dann, wenn dann, auch für Literaturwissenschaften und so begeistern. Wobei das vielleicht sogar einfacher geht, weil es narrativer ist. Für Technik kann man sich schon aus Nutzenkalkül eventuell begeistern, weil man hat ja konkret was davon. Aber ich verstand halt den Artikel so, dass wir nicht von einem Nutzen ausgehen und sagen, wir begeistern uns, weil wir machen jetzt Kohle oder wir sind jetzt effektiver als Menschen, sondern dass man sich für Wissenschaft begeistert aus einem anderen Grund, aus wahrscheinlich so einen aufklärerischen Grund, den wir aber noch nicht ganz rausgearbeitet haben. Ja, das wird sicherlich da der zentrale Punkt sein. Also er kommt da tatsächlich aus einer kulturkritischen Perspektive, vermutlich sogar. Aber ich glaube, dieser aufklärerische Gedanke, dass sich nicht einfach unterordnen, sondern irgendwie auch das, oder nicht einfach die Wissenschaft als Selbstverständlichkeit akzeptierens, und das sind halt die da oben, die werden schon wissen, was sie tun. Weil das ist eben genau die gleiche Loslösung, die wir im Politischen versucht haben, so klein wie möglich zu kriegen, die Integration so eng wie möglich zu schaffen, wo wir jetzt ja auch gerade so darüber reden, ob das denn noch so funktioniert und ob sich da nicht mittlerweile auch wieder eine Entfremdung, eine zu starke Trennung voneinander bildet. Und ich glaube, das ist genau auch da der Anspruch, zu sagen, okay, wie können wir das auch für die Wissenschaft verhindern, dass die zu so einem Satelliten wird, der aber eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hat. Zum Teil muss sie das natürlich bleiben, damit sie ihren klaren Blick behält, aber zum Teil muss sie halt auch wieder stärker Teil werden, damit sie eben auch irgendwie Teil unserer gesellschaftlichen Existenz, unseres menschlichen Daseins ist, weil wir eben auch gerade als Wissenschaftler davon ausgehen, dass die Fragen nach dem Wie und dem Warum, dass das extrem wertvolle und wichtige Fragen sind, die zu stellen. Also kritische Bürger produzieren,
ob der Staat sich daran beteiligt. Ja, das ist natürlich das der klassische Vorwurf, den man mittlerweile häufig hört gegenüber demokratischen Systemen. Aber wenn es dem Staat was bringt, Überleben ermöglicht? Ja. Dann kann die Produktion kritischer Bürger vielleicht doch genau das Richtige sein. Dann kann da so eine Motivation bestehen. Die Frage, die dann natürlich nur noch zu stellen ist, ist es für die Menschen überhaupt gut, wenn der Staat weiter existiert? Also ich wollte dieses Beispiel, was du auf deinem Blog hast, sonst müssen wir es mal aufrufen, dass das mal klar wird, den Hörerinnen und Hörern vielleicht. Und welches Beispiel meinst du? Mit dem Tor. Das finde ich sehr schön. Wie der Autor das überhaupt meint, mit dem in Bezug setzen zu der eigenen Begeisterung. Weil im Moment ist es so, pass auf, ich bin ja der Sonntagssoziologe und da mache ich schon seit Ewigkeiten Podcast und die meisten sind nicht mehr da. Aber auf YouTube mache ich so Videos, bisschen Soziologie für absolute Anfänger. Und da bin ich jetzt bei der Lektüre deines Artikels halt drüber gestoßen, über dieses Zitat, Wissenschaft muss nicht leichter erklären, sondern eine menschliche Qualität transportieren. Und das habe ich für mich halt nie in Anspruch genommen, das habe ich auch noch nie gesehen so. Denn wenn wir uns das Fernsehen angucken und überhaupt Wissenschaft im Öffentlich-Rechtlichen und so, dann ist es doch, und beim Sonntagssoziologen ist es doch eher Humor und Vereinfachung sind sozusagen die Mittel der Wahl, um Leuten das beizubringen. Und das ist ja eine ganz andere Position, die der Autor jetzt betritt. Und deshalb habe ich mir halt überlegt, ob das, was ich da überhaupt mache, das Richtige ist. Denn ihr kennt ja vielleicht diesen Podcast in trockenen Büchern. Die Autorin, die hat Soziologie auch studiert und die bringt auch Bourdieu-Bücher und viele soziologische Bücher. Und naja, die erzählt nicht nur, wie ich das gemacht habe früher in meinen Podcasts oder in den Videos, mit Humor hat sie jetzt, also die versucht da keinen Spaß zu machen, so wie ich das versucht habe. Ich habe immer so Hörspiele drumherum gebaut, ja, so witzige Hörspiele um die Soziologie in den ganz alten Podcasts. Naja, und die macht es auch nicht, wie viele Sendungen im Fernsehen mit wie Aha zum Beispiel, kennt ihr Aha, für die Kindersendung, ja. So mit Gags, sondern sie setzt das in persönlichen Bezug zu ihrem Leben. Das, was sie liest, setzt sie in Bezug und holt dadurch die Hörer ab. Und das ist ein absolut genialer Podcast. Und da habe ich mir auch überlegt, mache ich das überhaupt richtig? Und das Beispiel fand ich halt so schön. Kannst du das mal, also wäre ich dir dankbar, wenn du das erklären würdest? Ich kann vielleicht wirklich, weil ich finde, das sind zwei Zitate, die das im Prinzip aufbauen. Und er schreibt halt über Döblin, der sich halt genau darüber beschwert, dass ihm die Welt der Wissenschaft sozusagen nicht zugänglich ist. Dass er den Kosmos nicht verstehen kann, weil er die Sprache der Wissenschaft nicht kann, eben die mathematischen Formeln versteht. Und dann schreibt, ich zitiere wieder Ernst-Peter Fischer, wenn Döblin sich beklagt, dass er den Kosmos nicht verstehen kann, weil er mit den mathematischen Begriffen nicht zurechtkommt, dann versucht er ein grundlegendes Bedürfnis durch ein unpassendes Argument zu rechtfertigen. Man muss ihm keinen Nachhilfeunterricht in Tensoranalysis geben. Man muss ihm ein Symbol oder ein Bild vorlegen, das seine Wahrnehmung anspricht. Und zwar so, dass dabei das Bild des Kosmos entsteht, das Einstein versteht. Das ist jetzt erstmal die abstrakte Ebene und konkreter wird das, finde ich, in einer sehr, sehr schönen Formulierung ein bisschen später. Dann schildert der Dichter, wie er sinnend durch ein gewölbtes Tor in die Stadt Würzburg gelangt, um sich plötzlich zu fragen, warum sinkt wohl das Gewölbe nicht ein, da es doch keine Stütze habe? Hier haben wir jetzt die wissenschaftliche Frage. Wir gewöhnlichen Sterblichen hätten vielleicht von Kräfteparallelogramm und der Stabilität von Mörtel gesprochen und brav wissenschaftliche Gründe angeführt. Kleist jedoch denkt weiter. Also jetzt geht's nicht mehr um Döblin, sondern um Kleist offensichtlich. Es steht, antwortete ich, weil alle Steine auf einmal einstürzen wollen. Und er gewinnt daraus sogar eine Hoffnung für sein Leben, nämlich die, dass auch ich mich halten würde, wenn alles mich sinken lässt. Ja, das geht mir in Poesie. Das ist eine poetische Darstellung. Das muss aber nicht die einzige sein. Ich weiß nicht, wer von euch diese YouTube-Videos gesehen hat. Ich habe sie nur sehr oberflächlich verfolgt. Dance Your PhD. Das klingt auf den ersten Blick völlig absurd, seine eigene Doktorarbeit in einem Tanz auszudrücken. Aber es mag eine Form der Darstellung sein, die andere Leute anspricht. Hm.
die irgendwie eine gewisse Emotionalität oder auch ein gewisses Bild vermitteln kann, wie es mathematische Formeln oder eine präzise wissenschaftliche Argumentation eben genau nicht können. Als ich denn, das ist, ja. Als ich den Artikel von dir da gelesen habe, habe ich nämlich an ein Zitat gedacht, Schopenhauer, mit: Wer einmal den Ernst gekostet hat, dem wird der Spaß, zumal von der langweiligen Art, nicht mehr munden. Und ich dachte mir auch so, wenn mich irgendwas begeistert, also so richtig begeistert, so richtig ergreift, dann habe ich eigentlich für Humor in dem Sinn, naja, also der ist nicht notwendig. Wenn er mit reinkommt, genau. Okay. Und wenn wir so Wissenschaft versuchen, so flapsig, vereinfachend und durch Gags und so zu bringen, ne, dann sehen die Leute das als Unterhaltung, gucken drauf, gucken im Blog vielleicht nicht, weil man muss dann extra noch lesen, aber so ein Podcast hier oder ein Video, das lassen die dann so zum Einschlafen laufen, ne? Aber das fesselt die nicht. Genau. Wenn die aber durch solche Beispiele berührt werden, dann ist es nicht wichtig, ob das lustig ist oder so. Und dann hören die das auch bis zu Ende, dann lesen die es bis zu Ende. Und das hat mir dann ein bisschen so mein didaktisches Konzept so ein bisschen in Frage gestellt für mich. Ne? Der Humor ist ja immer auch eine Sache der Distanz, wenn man so will. Ja. Also deshalb bin ich dir sehr dankbar für deinen Artikel, weil das hat meine Internet Selbstwahrnehmung halt oder meine Didaktik ein bisschen durcheinander gewirbelt. Aber das soll ja Soziologie, ne? Ein Professor hat immer gesagt, ihr als Soziologen müsst nur ein Ziel haben, den Leuten den Boden unter den Füßen wegzureißen. Das ist das Beste, was passieren kann. Ist es das wirklich? Ich glaube nicht, dass das Beste ist, was man machen kann, den Leuten den Boden als Soziologe unter den Füßen wegzureißen. Vielleicht sollte man dann den Soziologen den Boden unter den Füßen. Das tun wir Soziologen relativ regelmäßig, und selbst den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ja. Wir stürzen praktisch alle gleichzeitig. Ja, das genau. Deswegen halte ich uns. Ja, haltet euch trotzdem noch. Wunderbar. Ich will noch ein Zitat nämlich vorlesen von dem Herrn Fischer. Und das betrifft ja euch als Wissenschafts-, ja, uns ja auch, ne, Thomas, als wissenschaftsvermittelnder Podcast. Wissenschaftshistorisch beobachtet er, das Nichtvermitteln von Wissenschaft wurde vom organisierten Nichtvermitteln von Wissenschaft abgelöst. Mehr ist nicht passiert. Trotz aller Wissenschaftsvermittlung, weil wir haben ja Tausende von Wissenschaftsblog und Wissenschaftspodcast. Er hat halt einen anderen Begriff von Wissenschaftsvermittlung. Für ihn ist halt Wissenschaftsvermittlung tatsächlich das, was wir gerade erwähnt haben, nämlich diese emotionale Übertragung. Dieses Berühren durch. Und da kann man wahrscheinlich tatsächlich sagen, da ist nicht viel passiert. Wenn man natürlich als Vermittlung tatsächlich eher das Erklären, das Runterbrechen, das verständlich Formulieren sich auspackt, da ist natürlich eine Menge passiert. Also ich glaube, da muss man einfach zwei Vermittlungsbegriffe trennen. Und deswegen ist auch sehr viel von der Aufregung, die gerade um dieses Zitat entstanden ist, in der Wissenschaftskommunikationsszene, tatsächlich auch auf ein Nichtverstehen seines Begriffs der Wissenschaftsvermittlung zurückzuführen. Und für mich persönlich, ich sehe mich nicht so sehr als Wissenschaftsvermittler. Ich lese spannende Bücher und fasse die irgendwie, finde da spannende Themen oder spannende Argumente drin, die ich hoffe, dass die Leute irgendwie anregen oder dass sie, wie das ja bei René anscheinend funktioniert hat, dem einen oder anderen mal so ein bisschen den Boden unter den Füßen ins Wanken bringen und dazu bringen, über Dinge nachzudenken, über die sie nicht nachgedacht haben. Dass das hauptsächlich die sein werden, die sich ohnehin schon in den Bereichen bewegen, das ist mir völlig klar. Ich hoffe halt immer sehr, dass ich alleine aus der Beschreibung von der Technik, von dem, was möglich ist, von dem, was nicht möglich ist, dass sich alleine daraus die Begeisterung von alleine ergibt. Und naja, mindestens bei einer Gruppe mit n gleich 1 hat das funktioniert. Also es geht ja jetzt die auf deinen Blog gehen. Das sind ja Leute, die haben wahrscheinlich schon eine gewisse Vorbildung in Physik und so. Und das sind wieder Leute, die konnten die Begeisterung für sich, ob sie erringen. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die sind dadurch begeistert, oder nein, die fühlen sich dadurch zu den Naturwissenschaften hingezogen. Ein, zwei Leute kenne ich.
dass die halt leidenschaftslos dort arbeiten können. Dass die halt fern ist von diesen Berührungs, von diesen, das berührt mich innerlich. Aber das trifft natürlich nicht die Masse. Muss wahrscheinlich jeder einen anderen Zugang finden. Aber die gucken sich so einen Raketenblock an und sind froh, dass da keine Bezüge zu ihrem inneren Kern hergestellt werden. Ja, würde ich mal sagen. Es ist, glaube ich, eine Gefahr, die durch diesen Vermittlungs- oder den Begriff der Wissenschaftsvermittlung, der da Anschlag gebracht wird mit der Begeisterung, dass praktisch über den Prozess der Vermittlung der Gegenstand der Vermittlung eigentlich verloren geht. Das ist also. Sind wir wieder bei der Frage der Verkürzung, wo du sagtest, ja. kann man die Sachen so weit verkürzen, bis sie falsch werden? Kann man die Fragen jetzt, kann man Sachen so weit persönlich vermitteln, dass sie dann auch wieder falsch werden? Beziehungsweise, dass der Gegenstand auf einmal ein anderer wird. Das nächste Problem ist natürlich, wenn man versucht, nur Begeisterung zu wecken, in gewisser Weise manipuliert man ja dann die Leute. Wenn die Begeisterung dadurch entsteht, dass man beschrieben hat, wie es ist, dann hat das eine andere, dann hat die Begeisterung, die daraus erwächst, eine andere Qualität, als wenn du die Begeisterung dadurch hervorgerufen hast, dass du direkt an die emotionale Ebene sozusagen appelliert hast. Aber ich glaube nicht, dass man Leute dadurch begeistern kann, dass man beschreibt, wie was ist, wenn sie nicht schon vorgeprägt sind. Nein, du sollst sie ja nicht selbst begeistern. Die sollen sich selbst begeistern. Ja, aber darum geht's auch in dem Artikel. Du sollst eben nicht ihnen das so vermitteln, als wäre es Wissenschaft, sondern du sollst einen Punkt berühren, der dazu führt, dass die sich selbst dann damit beschäftigen, weil sie gemerkt haben, dass das trifft etwas bei ihnen, das bringt was bei ihnen in Schwingung. So hatte ich ihn jedenfalls verstanden. Ja, aber genau. wenn du anfängst, genau das zu machen, dann bist du ja nur noch damit beschäftigt. Ja, dann müsst ihr euch mal damit beschäftigen. Dann bist du ständig auf der Suche, da irgendwelche emotionalen Zustände hervorzurufen. Aber letzten Endes ist das nur eine Manipulation. Das ist jede Kommunikation. Es gibt ein schönes Zitat, ja, auch wieder von Fischer, was sie jetzt vielleicht auch einfach so ein bisschen als Rundung, denn was eben genau das auch aufgreift, was du gesagt hast, Frank. Bisher gilt Wissenschaft als schwer und die Vermittlung als einfach. Vielleicht ist es gerade umgekehrt. Vielleicht ist gerade die Vermittlung von Wissenschaft schwer. Zumindest von der etablierten Wissenschaft, also von allem, was so ein bisschen älter ist, was so 19. Jahrhundert oder so ist, da stimmt das auf jeden Fall. Bei der ganz aktuellen bei der jeweils ganz aktuellen Wissenschaft, da ist es immer noch so, da ist die Wissenschaft schwer. Wollen wir denn zum Punkt kommen, dass Wissenschaftsvermittlung im Prinzip die Form annimmt, wie Politikvermittlung geschieht, also sprich durch Hart aber fair oder Günther Jauch oder Anne Will. Das ist ja im Prinzip haben die sich ja den Herrn Fischer zu Herzen genommen und im Prinzip ihre Diskussion dem Gegenstand, also den Gegenstand sich vom Gegenstand entlastet und die Form dient nur halt, sage ich mal, im Geist des Zuschauers diese Resonanz zu erzeugen, die dann eine Begeisterung auslöst. Das kann natürlich dann auch Hass gegen andere Gruppen sein. Also Hass, finde ich, ist sehr begeisterungsfähig, war es schon immer und so weiter. Also, ich glaube nicht, dass das den Punkt trifft, den der Herr Fischer aufmacht. Da wird ja nichts poetisch oder so, diese hart aber fair und so. Da geht's ja nicht darum, den einzelnen Zuschauer irgendwie zu einer Selbstreflexion zu animieren. Das ist ja schon das, was eben nicht stattfinden soll, sondern das Reduzierte, so weit reduziert schon wieder Wissenschaft, also Politik in dem Fall zu reduzieren, dass es schon zum Teil wieder falsch ist. Du weißt, mit was für Thesen die Leute ankommen und bedienst die dann, weil du Leute einlädst und ihnen Zeit vorgibst, wo nur Thesen, Phrasen, nicht Thesen, wo nur Phrasen gedroschen werden können. Das ist, glaube ich, nicht das, was der Fischer meint. Wenn du das, was du jetzt gesagt hast, im ersten Moment wollte ich dir schon zustimmen, aber dann fiel mir halt das Bild mit dem Tor ein, was Nils vorhin vorgelesen hat. Und da, das müsste ich jetzt noch explizieren, warum ich damit nicht einverstanden bin, aber da kann ich
gefühlsmäßig und halb intellektuell, was die Zeit so noch hergibt hier um 1 Uhr nachts, diese Verbindung kann ich nicht aufmachen. Ich glaube, das ist aber auch ein guter Punkt, mit dem wir nach Hause gehen können und mit dem wir uns denn selber beschäftigen können und dann in uns selbst eine Begeisterung erwecken, die uns zur Selbstreflexion zu diesem Thema angeht. Und vielleicht möchte ich mit einem Zitat schließen, das von dem Namensgeber meiner Alma Mater, also meiner ersten Universität, stammt. Und zwar hat der gute Justus Liebig hat gesagt, die Wissenschaft fängt eigentlich erst da an, interessant zu werden, wo sie aufhört. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Gute Nacht.